Diesen Sommer, die Welt zu Gast bei Freunden. Ein Sommermärchen mitten in Europa. Es ist Zeit, dass sich was dreht. Die Tour de France vom 29.06. bis 21.07. 3 Wochen Party, Sonne, Bier. Die Tour ist Kunst und Kultur. Aber vor allem auch ganz großer Sport. Schauen wir uns mal die Strecke, die wichtigsten Fahrer für die Gesamtwertung und die interessantesten Nebenstorys an, um die es dieses Jahr geht. Und die Tour hat ganz klar das Potenzial, die spannendste, abwechslungsreichste Tour der letzten 20 Jahre zu werden. Dieses Tour de France-Feeling, was ich dann immer bekomme. Für war Gänsehaut. Alle 2 Jahre startet die Tour im Ausland. Dieses Jahr geht's los in Florenz. Die Kathedrale von Florenz kennen viele junge Leute recht gut. Hier müsste irgendwo ein Heuballen sein. Aber das heißt, es gibt jetzt endlich mal ein Radrennen bei gutem Wetter in Italien. Wegen Olympia endet die Tour ausnahmsweise nicht in Paris auf der Champs-Élysées, sondern in Nizza auf der Promenade Saint-Claes. Okay, also in 3 Wochen von Florenz nach Nizza, das sind nur 420 Kilometer flach an der Küste entlang. Klingt ja selbst die Trimax E-Scooter-Tour von Mailand über die Alpen zum EM-Auftaktspiel nach München nach einer größeren sportlichen Herausforderung. Und da ging es hauptsächlich darum, einfach nicht vom LKW überfahren zu werden oder zu stürzen. Aber die Tour de France heißt ja auch nicht ohne Grund die große Schleife. Es geht also einmal von Turin über Dijon an der Senfabrik, über Orléans bei Johanna, nach Pau, dann weiter zum Aquädukt Pont du Gard und zum Abschluss vom Yachthafen Monaco zur Promenade nach Nizza. In Summe 3500 Kilometer, 50.000 Höhenmeter, 4 Länder, wegen San Marino und Monaco. Aber als wäre das nicht schon genug, als besonderes Highlight sind 32 Kilometer auf Etappe 9 einfach nicht asphaltiert und das bedeutet Chaos und beeindruckende Bilder für die Zuschauer. Von den Fahrern freut sich ausnahmslos keiner auf den Tag, Zitat von Rolf Aldag. Bei den Frauen gab es quasi die baugleiche Etappe schon als Test vor 2 Jahren. Hoffen wir mal, dass diesmal zumindest kein Fahrer von seinem eigenen Teamfahrzeug überfahren wird. Passiert ja scheinbar häufiger im Frauenradsport. Ansonsten gibt es 7 schwere Bergetappen, an Tag 4 geht es schon über den Galibier. An Tag 14 über den Tourmalet, auf Etappe 15 von Lunéville, weiter hoch und runter quer durch die Pyrenäen. An Tag 19 zum Isola 2000 und Tag 20 Bergankunft am Col de Couillol. Für die Gesamtwertung auch noch sehr wichtig sind die 2 Einzelzeitfahren an Tag 7 und Tag 21. An allen anderen Tagen gilt wahrscheinlich der Grundsatz, man kann die Rundfahrt nicht gewinnen, aber durchaus verlieren. Minus 6 Euro fürs Rasenschwein. Eine genauere Streckenanalyse folgt hier auf dem Kanal unmittelbar vor dem Start, also abonniert gerne den Kanal. Zusätzlich werden hier alle Etappen täglich in der Analyse-Ecke besprochen, also schaut hier gerne öfters mal vorbei für mehr Radsportkompetenz. Aber um mal zum Sportlichen zu kommen. Wer sind eigentlich die großen Namen dieses Jahr im Kampf ums gelbe Trikot? Der Vorjahressieger Jonas Vingegaard, er ist eine absolute Trainingsmaschine. Der Kerl lebt quasi das ganze Jahr im Höhentrainingslager und kommt nur runter, um bei der Tour de France allen um die Ohren zu fliegen. Das Problem ist nur, der hat sich dieses Jahr bei einem schweren Sturz im Baskenland das Schlüsselbein gebrochen und keiner weiß, ob der noch rechtzeitig wieder fit wird. Der große Konkurrent heißt Tadej Pogacar. Im Fußball kennt ja jeder das große Duell Messi gegen CR7. Messi ist ein Künstler am Ball, kleine Tippelschritte, schwer zu stoppen und einfach ja mit so einer geborenen Aura. Ronaldo hingegen, ganz großer Respekt an der Stelle, ist ein Trainingsmonster, ähnlich wie Jonas Vingegaard. Pogacar ist quasi der Radsport-Messi. Der trainiert nicht, der geht auf Kaffeefahrt mit Carlos Sainz oder gewinnt ein paar kleine Rennen zur Vorbereitung und selbst da albert er nur rum wie im Training und verteilt Geschenke an die Zuschauer. Während Vingegaard kalkuliert fährt wie ein Roboter, ist Pogacar ganz schwer einzuschätzen. Manchmal überrascht der Vingegaard, weil er nach mathematischem Modell nicht mal im Hinterrad hätte mitfahren dürfen. Aber dieses ständige Attackieren von Pogi kostet auch Körner und dann wird er von Vingegaard erst im Zeitfahren und dann noch in den Bergen richtig vermöbelt. Das waren schon sehr unschöne Bilder 2023, aber gar kein Vergleich zu dem, was ein Jahr zuvor passiert ist. Da wurde Pogi vom Team Jumbo-Visma mit einer Doppelkapitänstrategie plus Premium-Relais-Station so lange attackiert, bis er nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Der zweite Kapitän damals, Primoz Roglic, der hat allerdings zwischenzeitlich die Mannschaft verlassen, um mit Red Bull Bora Hansgrohe auf eigene Rechnung fahren zu dürfen. Vielleicht gab es auch noch den einen oder anderen Grund, warum er Visma unbedingt verlassen musste, aber jetzt haben wir die 3 großen Namen in unterschiedlichen Teams. Roglic ist der Vorjahressieger vom Giro Italia, der zweitwichtigsten Rundfahrt. Das beste Ergebnis, das ein Giro-Vorjahressieger allerdings bei der Tour de France einfahren konnte, war zuletzt ein Platz 7. Das macht nicht so viel Hoffnung. Aber Roglic war auch schon mal Zweiter hinter Pogacar in der Gesamtwertung bei der Tour de France im Jahr 2020. Aber danach musste die Tour immer sturzbedingt vorzeitig verlassen. Teilerfolg für Roglic wäre es also definitiv, einfach das Ziel in Paris bzw. dieses Jahr in Nizza mal zu erreichen. Die Tour endet mit einem Zeitfahren und das heißt, man sollte schon guter Zeitfahrer sein, um das gelbe Trikot nicht noch am letzten Tag zu verlieren.
Das wünscht man ja wirklich niemandem. Aber wirklich schwer zu sagen, wer von den drei Fahrern hier der Beste im Kampf gegen die Uhr ist. Vingegaard hat das letzte Zeitfahren bei der Tour deutlich gewonnen. Rocklich ist der amtierende Zeitfahr-Olympiasieger, das ist ja auch schon was wert. Aber Pogacar hat auch schon ein paar Zeitfahrsiege und vor allen Dingen hat er schon mal die Tour de France im letzten Zeitfahren gewonnen. Das war 2020 an der Planche des Belfis gegen Roglic. Wahrscheinlich ist aber der beste Zeitfahrer der vierte Top-Favorit um die Gesamtwertung. Remco Evenepoel, ehemaliger Fußballer aus dem NLZ vom PSV Eindhoven, zwischenzeitlicher Sieger der Spanien-Rundfahrt und ehemaliger Straßenweltmeister. Das belgische Wunderkind startet zum ersten Mal mit seiner belgischen Mannschaft bei der Tour. Quickstep hat extra den ganzen Kader für ihn umgebaut, spielt jetzt bei den Frühjahrsklassikern gar keine Rolle mehr. Aber der aktuelle Zeitfahr-Weltmeister ist zumindest mal der große Favorit für das Abschlusszeitfahren. Gelbes Trikot ist ganz klar die Mainquest, aber es gibt auch noch das Weiße für den besten U25-GC-Fahrer. Das heißt, Evenepoel fährt da gegen Juan Ayuso, Tom Pidcock und dem Kerl. Wahrscheinlich in ein paar Jahren ist das hier der berühmteste Amerikaner mit den Initialen MJ, Matteo Jürgensen. Für die Trikots Gelb und Weiß entscheidet die Fahrzeit. Für die meisten Tagessiege und Spitzenplatzierungen auf den Etappen gibt es das grüne Trikot. Um das Sprinter-Trikot fährt zum Beispiel Fabio Jakobsen. Der musste extra seine Mannschaft verlassen, um überhaupt hier bei der Tour an den Start gehen zu dürfen. Die Favoriten heißen hier aber der superstarke Mats Pedersen von Lidl Trek und Jasper Philipsen. Der hat vor allen Dingen einen Anfahrer, der ist so gut, der kann sogar ab und zu mal das ein oder andere Rennen selber gewinnen. Hier gewinnt der Anfahrer zum Beispiel Paris-Roubaix oder hier die letzte Straßenweltmeisterschaft. Aber mal unter uns, Mathieu van der Poel ist eigentlich nur hier, um ein paar Fotos in seinem Opa nachzustellen und sich für Olympia in Form zu fahren. Der hat hier keine eigenen Ambitionen, sondern nimmt das hier wirklich nur so als Urlaubsfahrt mit. Ein ernsthafter Kandidat fürs grüne Trikot ist er hier. Mark Cavendish hat seinen Ruhestand noch mal um ein Jahr verschoben und hofft auf einen einzelnen Etappensieg. Dann hätte er 35 und wäre alleiniger Rekordhalter. Eine unfassbar hohe Zahl. Nur zum Vergleich, der beste deutsche Fahrer Marcel Kittel hat 14, also nicht mal die Hälfte. Und unter den noch aktiven Radfahrern hat der nächstbeste in der Liste Stand jetzt 11 Tagessiege. Aber ja, zumindest dem Kerl würde ich auch noch zutrauen, die 40 vollzumachen. Also, Nebenquest, ein Tagessieg für Mark Cavendish. Eine weitere Nebenquest ist die Bergwertung an sich. Schwer zu tippen. Mein Wunsch wäre hier ganz klar, Simon Geschke in seiner letzten Tour de France nochmal mit 7 Punkten mehr als 2022. Da hat es nur für Platz 2 hinter Vingegaard gereicht. Aber aus deutscher Sicht gibt es noch mehr spannende Themen. Schafft Georg Zimmermann, unser Spezialist für die Fluchtgruppe, seinen Etappensieg, nachdem er letztes Jahr so knapp dran war? Darf Pascal Ackermann, der Kerl mit dem breitesten Lächeln, endlich auch mal bei der Tour de France an den Start gehen? 2021 überraschend von Bora Hansgrohe wieder knapp vorm Start aus dem Kader gestrichen, dann 2 Jahre bei UAE auf der gut bezahlten Ersatzbank und jetzt mit 30 Jahren sieht's wirklich gut aus, aber ich glaube erst dran, wenn er wirklich losgefahren ist und sich die Teamleiter von Israel Primatec nicht doch noch kurz vor knapp für Chris Froome entscheidet. Aber sind wir mal ehrlich, bei dem läuft einfach nicht mehr so rund wie früher, der läuft nur noch seiner alten Form hinterher. Und nach der Tour ist vor der Tour, aber auch hier wegen Olympia-Planänderung. Die Frauentour findet dieses Jahr vom 12. bis 18. August statt. Start ist in Rotterdam, Niederlande und es geht über Lüttich, Belgien zum großen Finale hinauf nach Alpe d'Huez. Das wird ein ganz großes Rennen, das wir hoffentlich auch dann zu sehen bekommen. Aber wenn SD-Works sich nicht wieder selber mit ihrer merkwürdigen Teamtaktik schlägt, dann sollte der Sieg eigentlich klar an Demi Vollering gehen. Außer Wismar Liesebalg bringt hier die Geheimwaffe an den Start. Aber auch ansonsten ist die Frauentour wirklich beste Unterhaltung mit Lotte Kopecky, dem Duell Pieterse gegen Van Empel und mit Vianne Lippert. Die Männertour ist hingegen komplett offen. Man kann Giro und Tour ja nicht im selben Jahr gewinnen. Oder? Also, wenn es einer kann, dann Pogacar. Der sammelt Wertungstrikots, als wären es Infinity Steine und alles nur dank Wasser. Vingegaard ist der beste Bergfahrer, Roglic hat den besten Antritt, Remco ist Zeitfahrspezialist, aber Pogacar hat das Komplettpaket. Um mal zu verdeutlichen, wie gut Pogacar ist, 2023 hat er die Nachwuchswertung gewonnen, 2 Etappen und war 2. in der Gesamtwertung und das war seine schlechteste Tour de France. Die Vorbereitung war da aber auch ähnlich kompliziert wie sein Beziehungsstatus, Handgelenk gebrochen. Ja, Spaß beiseite. Das hier ist seine Verlobte Urska Siegert. In seiner ersten Tour 2020 sollte er nur in einer Sprintermannschaft ohne Unterstützung ein bisschen Erfahrung sammeln, aber quasi im Alleingang gewinnt er die Tour. Damals auch trotz und nicht wegen Colnago V3 RS mit Campagnolo. Tom Boonen schätzt zum Beispiel, er würde auf einem anderen Rad nochmal 2 km/h schneller fahren. Aber keine Sorge, UAE hat zwischenzeitlich den Radhersteller aufgekauft. Geld spielt ja keine Rolle.
Dann haben die das pfeilschnelle V4RS entwickelt und ein Zeitfahrrad genau nach seiner Körpergröße. Alle anderen Teamkollegen müssen das Ding halt mit einem Burj Khalifa Spacerturm fahren, aber in der Mannschaft gibt's halt nur einen Superstar. Alles wird für Pogacar gemacht. 2023 wird Campagnolo durch Shimano ersetzt. Beziehungsweise die Laufräder von Envy. Und das Team, das UAE dieses Jahr an den Start bringt, sieht wirklich absurd stark aus. Juan Ayuso, João Almeida, Adam Yates sind drei Helfer, die in anderen Mannschaften alle ums Podium fahren würden. Zudem sind Marc Soler und Tim Wellens wirklich Weltklasse-Teamkollegen, wenn es hügelig ist. Und die deutsche Giraffe Nils Pollitt wird das Feld quasi im Flachen im Alleingang kontrollieren und dieses Jahr 2000 Kilometer an der Spitze fahren. Ich habe ehrlich gesagt noch nie ein stärkeres Team bei der Tour de France am Start gesehen. Ach und Pavel Sivakov ist auch noch dabei. Die Tour wird gut, auch wenn es vielleicht wieder die ganz große Tadej Pogacar-Show wird. Dieses Tour de France-Feeling, was ich dann immer bekomme. Es läuft die ganze Zeit Sport, es läuft die ganze Zeit Fernsehen. Voll. Und so zwischendurch, seid mir nicht böse, da sitze ich jetzt nicht mit Puls 180 direkt ab der ersten Minute vorm Fernseher. Und deswegen schaltet man da so rein drin, dass man denkt, lasse erstmal 180 Kilometer fahren, dann gucke ich wirklich. Und dann merkst du, und das ist ja das Wunderschönste, das Wunderbarste an der Tour de France, dass man im Idealfall auf der Couch liegt und einfach irgendwann dabei wegdöst. Und dann wachst du irgendwann auf und dann merkst du, das ist jetzt gucke ich mal genauer hin. Die Landschaftsbilder von Italien und Frankreich sind ja auch schön anzusehen. Und was gibt's Besseres als Radrennen schauen und Bier trinken? Ich freue mich drauf. Cheers.